in den Kirchenbüchern dann einige Forschungen vorgenommen. Was ist Ihnen dabei aufgefallen in Hinsicht auf die Vaterschaften? Aufgefallen ist mir, dass verhältnismäßig auch uneheliche Kinder geboren worden sind. Ja. Ich spreche jetzt auch über die Propstei, ich spreche nicht nur über den Güterdistrikt. Ja. Und dass auch sehr viele 5- und 6-Monatskinder dabei gewesen sind, die dann eben auch manchmal Beschimpfung auf Latein und dem Pfarrer, dass das ja schon Unzucht vor der Ehe getrieben worden ist. Aber ich habe niemals irgendwelche Kinder gefunden, die durch irgendwelche Adligen gezeugt worden sind mit irgendwelchen Mägden.